Emily ist am Boden zerstört. Ihre große Liebe Sascha verlässt den Kollegiez. Wie geht es jetzt für sie weiter? Sascha, Daniel Noah, hat eine Mission, er will endlich Mohammeds Mörder in Ägypten finden. Doch dafür muss er seine Freundin Emily, Anne Menten, schweren Herzen zurücklassen. Während sie schläft, schleicht er sich raus und hinterlässt nur einen Zettel. Als Emily die Nachricht sieht, ist sie fassungslos. Emilys Herz ist gebrochen. Für Darsteller Daniel Noah endet damit die GZSZ-Reise, auch wenn ihm sein Ausstieg schwer gefallen sind. Solche Abschiede sind natürlich immer sehr emotional, gerade wenn man über ein Jahr intensiv miteinander arbeitet. Nach meinem letzten Take standen plötzlich sämtliche Menschen der Produktion am Set, und ja, mir ist natürlich die Spucke weggeblieben, erzählt der Schauspieler im Interview mit Sender RTL. Trotzdem habe ich, auf diesen Moment total unvorbereitet, versucht meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Am Abend haben wir dann alle noch zusammen angestoßen. Doch wie geht es jetzt mit seiner Serienliebe Emily weiter? In dem Sinne gab es ja keinen wirklichen Abschied. Es war ein heimliches Verschwinden von Sascha. Emily wird das Verschwinden von ihm, sicher das Herz brechen, glaubt Daniel. Aber sie ist eine starke Frau und schon durch viele turbulente Situationen gegangen, daher wird sie hoffentlich mit der Zeit lernen, einen Umgang damit zu finden. Ob Emily das überraschende Liebesaus wirklich verkraften wird? Das erfahren wir in den nächsten Folgen von GZSZ. Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.